Mein Name ist Küttel, ich bin Biologielehrer in Wien und bin durch Zufall auf diese Tafeln gestoßen. Diese Tafeln haben mich von Anfang an fasziniert, denn wenn man schaut, es ist eine recht imposante Größe, 130 mal 140 circa, und das sind Tafeln, die kann man sich einprägen. Man sieht immer dein ganzes Tier, man sieht wunderbare Farben, man sieht eine Detailtreue, und diese Tafeln wurden früher für den Unterricht verwendet. Der Unterricht war so, dass der Lehrer ein Objekt vorgestellt hat, ein Tier vorgestellt hat, eine Pflanze vorgestellt hat, und Fuchella hat es geschafft, die Anatomie in solchen Tafeln zu verpacken. Er hat den Stand der Wissenschaft in seinen Tafeln verpackt und für die Schüler aufbereitet. Und ich glaube, das ist eine große Leistung. Dargestellt werden Tiere aus der näheren Umgebung der Schüler, zum Beispiel die Taube, zum Beispiel der Regenwurm, die Stubenfliege, aber auch mikroskopische Infusorien, also zum Beispiel Ziliaten, also Wimpertierchen, oder auch Meerestiere, weil er hat ja in Wien gearbeitet und die Wiener Universität hat damals aus Triest immer frische Meerestiere bekommen, sodass er Zugang hatte auch zu frischem Tiermaterial.